Das Bindungsgebet. 2. September 2016. Übersetzt von Melanie und gesprochen von Jackie. Vorbereitung. Lieber Herr Jesus, ich komme vor dich als Kind, das immer noch dabei ist zu lernen. Bitte lehre mich, dich klar und deutlich hören und sehen zu können. Bitte durchsuche mein Herz und hilf mir, Buße zu tun und lenke diese Gebete, damit sie wirksam sind. Bitte offenbare mir die Türen, die ich geöffnet habe. Jesus, bitte entferne sie zusammen mit ihren Dämonen und wirf sie in den Abgrund und hilf mir, nicht mehr zu sündigen. Offene Türen könnten sein: Habe ich jemanden kritisiert in meinem Herzen oder in meinen Gedanken? Jemanden falsch beschuldigt? Über jemanden getratscht oder eine Beleidigung ausgeteilt? Habe ich gestohlen, betrogen oder gelogen? Geld ausgegeben, welches für andere Dinge vorgesehen war? Etwas genommen, das jemand anderem gehört hat? Habe ich jemanden beneidet, mich überessen, etwas begehrt oder etwas Sündigem zugehört? Habe ich meinen Ehepartner oder meine Eltern respektlos behandelt? War ich arrogant und stolz? War ich ungehorsam dir gegenüber? Bitte vergib mir, Herr, und errette mich von dem Bösen. Vater, ich vergebe und segne jene Menschen in meinem Herzen, die gewählt haben, unsere Feinde zu sein, und ich bete, dass deine Liebe sie heilen und verwandeln möge. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Führe du mich, damit ich nicht die Ursache bin, dass ein anderer sündigt, sondern dass ich ein Segen sein darf und sie zu dir führen. Als ein Kind des allmächtigen Gottes, Elohim, rufe ich die heiligen, dienenden und kämpfenden Engel, dieses Gebet mit mir zu beten, und der mächtige kämpfende Engel möge sie durchsetzen. Das Wort uns beinhaltet unsere Engel, meinen Ehemann und mich, unsere Kinder, unsere Tiere und unser Team, die Herzbewohner und all unsere Werke für den Herrn. Im allerhöchsten Namen von Jesus Christus, unserem König, blockiere ich sämtliche Vergeltungsschläge gegen uns, gegen unsere geistigen und leiblichen Kinder und gegen unsere freiwilligen Helfer. Ich decke uns alle zu mit dem Blut von Jesus und bitte um einen starken Engelschutz und um die Führung durch den Heiligen Geist für jedes von uns. Errettung. Mit der Autorität des allerhöchsten Namens von Jesus befehle ich, dass jeder Dämon, der gegen uns arbeitet, gebunden ist. Lass uns los und gehe in den Abgrund und kehre niemals zurück. Ich binde jeden Energie-Vampir-Dämon im Namen von Jesus. Gib zurück, was du gestohlen hast von uns, und geh in den Abgrund. Komm niemals zurück und schicke keinen Ersatz. Im Namen von Jesus, dem König der Könige, befehle ich allen Energiefeldern und Energiesperren, sich aufzulösen. Ich blockiere jene, die sie errichtet haben, ihre Führer, ihre Stellvertreter und die vergeltenden Kräfte im Namen von Jesus. Und ich rufe die Kampfengel, sie alle in die Grube zu befördern und niemals wieder freizulassen. Mit der Autorität des Namens aller Namen, Jesus Christus, annulliere ich alle Berechtigungen, uns zu tyrannisieren. Ich breche und deaktiviere alles Böse für immer. Jede interdimensionale,
geistige, physische, emotionale und mentale Verbindung zu uns, was alle geschriebenen Worte und dergleichen umfasst. Ich breche und deaktiviere alles Böse für immer, jede interdimensionale, geistige, physische, emotionale und mentale Verbindung zu uns, was alle geschriebenen Worte und dergleichen umfasst. Ich breche und deaktiviere alles Böse für immer, jede interdimensionale, geistige, physische, emotionale und mentale Verbindung zu uns, was alle geschriebenen Worte und dergleichen umfasst. Ich breche und deaktiviere alle Aufträge, jede Projektion, jeden Link, jede Maskierung, jeden Fluch, jeden Zauber, jeden bösen Wunsch, jeden Bann, jedes Siegel, jede Beschränkung, jede teuflische List und jede Festung gegen uns mit der Autorität von Jesu Namen. Ich breche und deaktiviere alle Aufträge, jede Projektion, jeden Link, jede Maskierung, jeden Fluch, jeden Zauber, jeden bösen Wunsch, jeden Bann, jedes Siegel, jede Beschränkung, jede teuflische List und jede Festung gegen uns mit der Autorität von Jesu Namen. Ich breche und deaktiviere alle Aufträge, jede Projektion, jeden Link, jede Maskierung, jeden Fluch, jeden Zauber, jeden bösen Wunsch, jeden Bann, jedes Siegel, jede Beschränkung, jede teuflische List und jede Festung gegen uns mit der Autorität von Jesu Namen. Es steht geschrieben, keine Waffe, die gegen uns geformt wurde, wird Erfolg haben. Ich bete, dass wir in der Lage sind, das, was du erlaubst, besiegen zu können mit deiner Gnade. Jesus, ich vertraue dir. Schutz. Herr, bitte sende deine heiligen Engel, um uns zu beschützen, und räume gründlich auf, indem du jeden Dämon und jeden bösen Kämpfer aus unserem Raum und von diesem Grundstück entfernst. Blockiere jede Projektion, deaktiviere jedes verfluchte Objekt, jede böse Vorrichtung und fange jede Macht ab, die auf uns zielt, und verstärke den Engelschutz, der uns umgibt, und mach ihn undurchdringbar. Wo immer wir gehen, mit dem Blut von Jesus versiegle ich jeden Zugang, die Luft, die Erde, das Feuer, das Wasser und das Interdimensionale auf diesem Grundstück. Bitte lass deine heiligen Engel Wache stehen, um unsere Feinde oder verfluchte Objekte und böse Mächte am Eintreten zu hindern. Heiliger Geist, bitte belebe die Wahrheit und blockiere die Versuche des Feindes, uns zu verwirren und Lügen und Zwiespalt zu säen. Ich danke euch, heiligen Engel, dass ihr diese Gebete durchsetzt. Herr, befreie uns von dem Bösen. Bringe alle quälenden Stimmen und die Qual der Erinnerungen zum Schweigen und durchtrenne die Bänder und Projektionen der Bösen. Heilung von unseren Sünden und von den Angriffen. Heiliger Geist, würdest du bitte über unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib kommen mit deiner Herrlichkeit und unsere Liebe zu Gott und zu anderen erhöhen? Heile unser Denken, unseren Glauben, unser Gedächtnis, unsere Gesundheit, unseren Elan, unsere Ausdauer, unseren Fokus, Mut, Frieden und unsere Freude und erneuere aufs Neue alles an den Orten, wo der Feind, die Welt und unser eigenes Fleisch es beschmutzt haben. Herr, was du nicht erneuert hast, das opfern wir dir für die Arbeit, die Verlorenen zu konvertieren und für die Heilung und Konvertierung jedes Arbeiters der Ungerechtigkeit. Die Herrlichkeit. Herr,
Ich bitte dich, demütig unsere Engel zu bestärken, zu erhalten und mächtig zu segnen in ihren Kämpfen gegen das Böse. Gib die Herrlichkeit und den Schutz frei, den du deinem Volk Israel geschickt hast. Feuer in ihrer Mitte, wo immer sie hingingen, und vergelte alles siebenfach, was der Feind von uns gestohlen hat. Gunst. Ich spreche göttliche und übernatürliche Gunst gegenüber Gott und den Menschen. Doppelte, zusätzliche und überfließende Gunst für unsere Engel, für uns und für unsere Arbeiten für den Herrn. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich vertraue dir. Amen.